Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach am Mittwochmorgen, grüß euch. Hallo. Wir haben gestern noch einen LKW-Aufleger gekauft, einen Reisch. Einen Reisch haben wir uns gekauft. Alter, fliegen gerade die Subs rum. Ey, Steffen, danke auch dir für 5 weitere Subs. Vielen, vielen Dank. Und zwar habe ich ihn jetzt so ein bisschen angepasst, den Reich, und ich habe nochmal den LKW so ein bisschen angepasst. Und ich finde persönlich, für mich ist das eine schöne Kombi, und ich habe auch den Chat gefragt. Viele Leute im Chat waren auch der Meinung, besser als Gold. Wir haben jetzt eine oxy-schwarze Variation mit einer gelben Plane genommen, plus dieselbe Farbe vorne der Suchmaschine. Es ist mit weißen Fellen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Leute auf Twitch haben schon mal gehört, die werden sich jetzt denken, Alter. Aber muss ich wirklich sagen, gefällt mir richtig gut. Gelb mit Schwarz, mit weißen Felgen. Das ist schon... Ist ein schönes Gerät. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir richtig gut. Werden wir auch gleich zum Einsatz bringen. Wir müssen gerade nochmal hier den auffüllen. Den nochmal losschicken. Alter Gamerbox, auch du, herzlichen Dank dir für... 10 Gifted-Subs. Vielen Dank. Dankeschön. Wirklich. Danke. Ihr seid verrückt. 1272 Subs. Ey. Dankeschön. Vielen Dank. So. Auffüllen und dann muss er zurück aufs Feld. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen, ne? Ich habe noch andere Pläne zu tun. Beziehungsweise zu, ne? Die ich so ein bisschen erfüllen wollen würde. Nicht zu gucken, lohnt sich mehr als bei Lidl einzukaufen. Ja, ich hab's geschafft. Lami, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Bester. So, wo gehen wir denn hin? Feld 71, hat er gesagt. Jawohl, da gehen wir hin. Feld 71, yes. Und das passt. So, dann werden wir unser neues Schmuckstück mal beauftragen, ne? Würde ich sagen. Und wenn... Ich vergesse die ganze Zeit irgendjemanden. Wer ist denn das? Ich sehe das nicht. Irgendwer haut hier die ganze Zeit Donations rein. Vielen, vielen Dank. Ich habe es leider nicht in meiner Liste, weil es nicht über Tippi läuft. Aber Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, bin ich vorbeigelaufen. Ja, habe ich jetzt vergessen, Mrs. Little Hope. Shame on me, habe ich jetzt vergessen. So, und zwar soll der gute Kollege hier Silage verkaufen. Und zwar Silage nicht aus dem Lager, weil da möchte ich es drin lassen, sondern ich möchte, dass er die Silage aus dem Fermenter verkauft. Und da gehen wir jetzt rauf auf abholen und abliefern. So glaube ich, ist es richtig. Und zwar holst du das ab bei Fermenter aufladen. Wir schauen jetzt nochmal nach dem besten Preis. Ist die Musik zu laut? Bitte mal kurzes Feedback in den Chat. Hier Bedarfshandel. Habe ich den drin? Viehhandel. Müsste das gleiche sein, oder? Passt, sehr gut, dankeschön. Hier Bedarfshandlung. Und zwar machst du das Ganze mit Silage, mein Freund. Silage. So. Und da kann er, glaube ich, starten. Ne? Da kann er, glaube ich, starten. Dankeschön für eure ganzen Follows auch. Vielen, vielen Dank. Hyped für Level 7. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Lass uns nochmal kurz überprüfen, ob das wirklich auch gut macht oder ob das nur wirklich jetzt eine Show war. Er fährt schon mal schnell auf den Hof. Ist schon mal gut. Geht ein bisschen was voran, ne? Hatte wunderschönen guten Abend. So, du müsstest eigentlich ja hier reinfahren. Luke 2 ist deine, mein Freund. Fahren Sie vorsichtig, der Lack ist neu. Fühle ich gar nicht. Also ich muss tatsächlich gar keine Logos jetzt drauf haben auf dem LKW. Mir reicht dieser Schriftzug hier, der reicht mir. Ich habe kurz gedacht, das ist zu wenig, aber es wird bereits aufgefüllt. Ich habe, naja. Gut, dann mach das einfach mal, wie du für richtig hältst. Hier wird fleißig gekrobert. Umschalten. Warte, wie haben wir das dann? Nächster Wegpunkt. Wir gehen da auf den letzten Wegpunkt und machen CP an. Jetzt habe ich es, Miss Little Hope. Jetzt habe ich es. So, was haben wir noch? Hier. Ja. Wie wäre es mit abholen? Also jetzt nur mal so unter uns Gebetschwestern. Wie wäre es mit abholen des Roders? Der steht hier voll. Also. Verstehe ich nicht. Oder ist der Fahrer abgehauen? Ist schon wieder Mittag? Nee.
gleich 16 Uhr. Komisch. Egal. Machen wir selber. Dann kann nämlich, können die zwei hier bleiben. Das ist mir auch wichtig. Dann können die zwei abfahren. Es ist nicht mehr groß, das Feld, muss man sagen. Also viel steht nicht mehr. Aber für den Ersteinsatz, glaube ich, war es schon ganz okay. So, den machen wir wieder an. Dann werden wir mal schauen. Hier passt das auf alle Fälle. Hier passt das. Hier wird fleißig Hopfen gedroschen. Sehr schön. Ja, du... bei dir muss ich jetzt den Tank mal wegballern, ne? Da verliere ich natürlich jetzt ein bisschen Sprit. Aber ich glaube, das ist für mich besser, wenn ich den Tank jetzt wegballere. Weil der fährt mir sonst nicht weiter, ey. Iggy, mein Freund, herzlichen Dank für 50 Euro. Meine Güte, wie komme ich denn zu dieser Ehre? Egal ob ARK und oder LS, einfach nur... Vielen, vielen Dank, Iggy. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Worte. Dankeschön. So, weg damit. Ja, haben wir jetzt ein bisschen was verloren, weiß ich. Ist mir aber auch Jacke wie Hose, ne? Jo, Janne, mach's gut. Tschüss. So, hier wird fleißig geackert. So, Diesel haben wir hier drin. Das ist okay. Was hat der für ein Kennzeichen bekommen? Das läuft. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Haben wir irgendwas? Oh. Ui, wir sind da. Pünktlich sind wir da. Siehst du, und deswegen haben wir auch gedacht, ist auch schnurbegal, weil hier haben wir sowieso keine Kollision nach oben. Und auch die meisten Abladestellen haben, wurde vom lieben Fat Action die Kollision rausgenommen bei den Gebäuden. Von dem her haben wir da kein Problem. Knappe 20.000 pro Anhänger. Das ist doch gut. Das funktioniert. Was haben wir für diese wieder gleiche Strecke jetzt? Okay. So, der ist dabei. Okay. Dann lass uns mal schauen, ob wir denn. Ja, Januar werden wir wahrscheinlich keine Silage-Mission bekommen, ne? Glaube ich, Januar ist ein bisschen schwierig für Balden. Aber prinzipiell, ich nehme hier viel an. Also wirklich viel an. Schon eine neue Mission mit dem Roder? Nee. Keine da aktuell. Keine Mission für den Roder da. Ich habe aber auch momentan nichts für die Grasboys, ne? Also, es ist nichts da momentan. Wobei, wir haben auch schon 16 Uhr im Januar. Das wird was, ne? Tommy, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Kommen wieder Lohnkosten weg und dies und das und hast du nicht gesehen. Aber das ist halt so. Wir können noch ein bisschen Futter mischen derweil. Wir haben jetzt so viel Zeit. Es läuft. Ich kann es nicht anders wieder sagen. Es läuft einfach. Das ist der Tag, vor dem ich mich am meisten gesträubt habe. Es läuft. Und du hast da nichts mehr zu tun. Weil das, was du angefangen hast, das läuft einfach. Und es dauert jetzt einfach ein bisschen, bis es so weit ist, ne? Fanatics, grüß dich. Baden, der hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Beste Grüße. Viel Gesundheit. Ein langes Leben. Ein langes, unbeschwertes Leben hätte man vielleicht noch dazu sagen können. Aber alles Gute, mein Bester. Mach mal hier mal ein bisschen Heu rein. Ungefähr, ne? Also wir brauchen jetzt keinen Preis für gewinnen. So ungefähr. Dann machen wir es hier gleich. Dann hauen wir noch ein bisschen Stroh rein. Reicht. Ich würde gerne nämlich noch das Mischzeug mit hier. Jo, siehst du? Nein, 132 Liter. Sehr gut. Und dann haben wir schon wieder eine volle Mische gemacht. Sehr schön. Ab damit in den Stall. Beziehungsweise ab damit zu den Kühen. Die brauchen das am notwendigsten. So, guten Morgen, meine... ist eigentlich schon Nachmittag, da brauche ich nicht mehr guten Morgen sagen, ey. So, wie viel geht denn hier eigentlich gesamt rein? Weil da können wir wirklich mal ein paar... Oh, da können wir richtig was reinwerfen, ne? Da können wir richtig was reinwerfen. Sehr gut. Danke, Iggy, nochmal für deine 50er-Bombe. Oder beziehungsweise 50 Euro. Danke dir. Ich verstehe nicht, warum die anderen nichts eigentlich angezeigt wurden, aber ist nicht so schlimm. Ist das so schlimm, man. Eine Sache, die mir jetzt auch aufgefallen ist, die euch jetzt aber schon länger aufgefallen ist, ist der Mistplatz. Der hat ein Problem. Da müssen wir gleich mal schauen. Micha, ich danke dir vielmals. Mein Fernseher ruft nach mir. Verständlicherweise einen schönen Abend gewünscht. Herzlichen Dank für deine Dienste, wie immer. Und wir hören uns, ne? Du hast mir was im Discord geschrieben, schaue ich mir dann gleich an. Dankeschön. Und zwar habt ihr gesehen, dass... Sieht ein bisschen komisch aus hier. Warum? Es sind 593.000 Liter drin. Holy shit. Aber es sieht komisch aus. Also,
wie von Aliens gemacht, aber auch hier sind richtig viel drin. Das hat man so gar nicht gesehen, aber diese Gülle, in diesen Gülle-Dingens ist richtig viel drin. Guckt euch mal das an hier. Hoi. Baller, baller, grüß dich. So, ich muss kurz gucken, dass die Mucke passt. Ja, die Mucke passt. Holy shit, trifft es. Ist richtig. So, Feld 77 ist abgeschlossen. Was, wer, was und warum und hä? Nee, du bist nicht die 77. Bist du die 77? Was ist denn die 77? Ja, ist es. Perfekt. Stop it. Dann kann er gleich auf die 78 rüber, ne? Gleich aufs Nachbarfeld. Also mich stört's nicht, wenn das so ist, wie es ist. Verstehe ich mich nicht falsch mit dem Mist. Mir wäre eben nur wichtig, dass nichts verloren geht. Das wäre mir halt so ein bisschen wichtiger. So, den bringen wir jetzt aufs große, aufs riesengroße Feld 78 rüber. Der soll seinem Kollegen mal ein bisschen unter die Arme greifen. Dann schauen wir mal, ne? Stefan, grüß dich. Was planst du mit dem Mist? Naja, eigentlich hätte ich es ja für die Düngerfabrik geplant, aber irgendwie, was soll ich dir sagen? Da ist schon was drin, ne? Hier. Mist aus Mist und Gülle. So, Mist haben wir schon ein bisschen was drin hier. Wir können noch was umlagern, aber... Okay, der Mistplatz leer und neu machen, okay. Was bringt die Kohlmission? Nicht die Kohlmission? Weißkohl? 20.000, ne? Auch nicht so viel. 20.000. Der Waldrat kostet ungefähr 400.000. Ungefähr, ne? Gibt es eigentlich keinen größeren Tiefenlocker als Mod? Weiß ich nicht, ich muss den Mod abgucken. Kann ich dir nicht sorgen. So, dann werden wir jetzt gleich mal auf den anderen Schlepperinski rüber switchen. Den Kurs freigeben und dann läuft das hier. Dankeschön auch für eure ganzen Follows. Herzlichen Dank. Da kommt immer relativ viel rein. Zweite Düngerproduktion. Naja, ich spiele auch schon ein bisschen länger mit dem Gedanken, mir eine BGA zu kaufen, ne? Weil in die BGA würde ich Mist reinbekommen, in die BGA würde ich Gülle reinbekommen. Oder halt verteilen, das stimmt. Würde auch gehen, wenn ich es verteilen will. Wäre auch eine Variante, ja. Mod immer grüß dich, hallo. So, ich muss ja ganz, ganz vorsichtig, muss ich mal meinen Kollegen übernehmen. Halt, stopp. Pumuckl, grüß dich, hallo. Hä? Güllefass und Miststreuer. Wäre auch eine Variante, ja. Zack. Jo, haben wir. Dann fahren wir mal einigermaßen in die Mitte. Einigermaßen. Und schauen uns die Geschichte einfach mal von oben an, wie das denn von oben aussieht. Damit ich das so ein bisschen abschätzen kann. Also ungefähr hier würde ich ihn ansetzen irgendwo. Aber wir lassen erstmal nach oben fahren, ne? Pumuckl, war schwierig mich zu finden? Nee, oder? Weil du schreibst, hey Werner, endlich habe ich dich gefunden. Also ich versuche jetzt schon, den Twitch-Kanal und so weiter so immer so ein bisschen zu verlinken, ne? Okay, wir fahren noch ewig. Aber dass du mich jetzt nicht so schnell gefunden hast, wundert mich ein bisschen. Eine BGA wäre, war noch nie eine schlechte Idee. Ist so, ne? Habe ich sonst nur bei YouTube gehabt. Ach so, okay. Nee, super. Ach, du bist weit gefahren. Aber ist nicht so schlimm. Fährst du hier weiter. Zack. Ja, das passt, ne? Würde ich sagen, das passt. Genau, der Farmteil kann umgebaut werden. I know it, I know it, I know it. Oh, das hat nicht so funktioniert. Wieso hat das nicht so funktioniert? Ah, ist falsch gemacht. Kannst du nicht den Kurs umgekehrt fahren lassen? Nee, glaube ich nicht. Wo hast du, wo ist denn, wo, ah, da hinten, guck mal, da hinten ist eine Kante drin, ne? Mir geht's gut, Pumuckl. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Alles tipptopp. Wir haben gerade einen Halbstunde Level 7 gehabt. Verrückt. Aber ja, super. Tipptopp. Manuel, wunderschönen Abend, grüß dich. So, dann switchen wir das hier oben auf den nächsten Wegpunkt. Und werden dann einfach mal schauen, ne? BGA bringt gutes Geld. Ja, wir haben ja auch gute Einnahmedinger, ne? Also von dem her geht da auch nicht abgeneigt gegen, sag ich dir, wie es ist. So, zack. Sim-Maschine läuft wieder. Wird fleißig abgefahren. Wieso fährst du? Achso, der hat das 54%. Das sieht immer so voll aus, ey.
Weil viel braucht er nicht mehr. Er fährt jetzt auch lustigerweise ab. Wir gucken gleich mal beim Abladepunkt, wie es da aussieht. Ob er den jetzt ohne Tank weiterfährt. Ich bin gespannt. So, wir wollten noch ein bisschen Futter mischen, ne? So ein bisschen zumindest. Betriebskosten. Heute schallert es richtig rein, ne? Betriebskosten. Und hier Löhne und dies und das. Und ach du Heilige. Ach du Heilige, du. Machst du da vorne eine Pritsche drauf? Hm, könnte man machen, ja. Wollt ihr mal live dabei sein? Habt noch was bei YouTube aufzuholen. Ja. Gani, vielen, vielen Dank dir für 100 Bits. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Können wir das hier reinmachen? Und dann so ein bisschen was anderes? Ja, geht auch, siehst du? Können wir jetzt mal hier auf 300... Nee, ja, so. Dann machen wir so ein bisschen Stroh drauf. So. Und dann machen wir so ein bisschen Silage drauf noch, habe ich gehört. Lecker, lecker. Boah, war das knapp. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Uiuiuiui. 1,5 Millionen, ja. Das ist ein hartes Brett. Das ist ein, also 1,5 Millionen ist schon... Ah. Der Carsten war's. Carsten, grüß dich. CP und dem HUD aktivieren und AD aktivieren. Ich glaube, ich hatte vorher AD aktiviert, deswegen hat es nicht geklappt. Also prinzipiell würde das so funktionieren, aber ich müsste halt zuerst draufdrücken und dann aktivieren. Ich hatte vorher aktiviert und habe dann draufgedrückt. Das war das Problem. Oder baust du am Hof eine BGA? Das habe ich mir auch schon überlegt, ne? So eine kleine süße Hof-BGA. Spricht da irgendwas dagegen, lieber Chat? Gegen die Hof-BGA? Wir sprechen beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.